Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 2. Januar 2018? Heute ist Vollmond. Mond hat kein eigene Licht. Mond bekommt die Licht von der Sonne, wenn die beiden Himmelskörper Sonne und Mond sich treffen. Das heißt, wenn die beiden im gleichen Tierkreiszeichen in gleichen Gradzahl stehen, dann ist die Mond für uns unsichtbar und wir nennen das als Neumond. Mond bewegt sich ziemlich schnell im Vergleich zum Planeten und entfernt sich schnell von dieser Position und bekommt immer mehr Sonnenlicht und wir erleben das als zunehmende Mondphase. Wenn die beiden Lichter aber gegenüberstehen, wie heute, dann kann die Sonne den Mond voll und ganz beleuchten und wir erleben das als Vollmond. Mond entfernt sich wieder schnell von dieser Position und beginnt dann die abnehmende Mondphase. Diesmal befindet sich Sonne im Tierkreiszeichen Steinbock und Mond befindet sich gegenüber im Tierkreiszeichen Krebs. Nicht nur Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs, sondern auch unserem Planet Erde bewegt sich auch im Tierkreiszeichen Krebs. Die chinesischen Astrologen nennen die beiden Lichter Sonne und Mond als Himmelskaiser, das ist die Sonne, und als Himmelskaiserin, und das ist der Mond. Und die sagen, dass der Himmelskaiser, also die Sonne, bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Und die Himmelskaiserin, also die Mond, bewegt sich gegenüber im Palast des Südens. Und die chinesischen Astrologen sagen dazu, das ist die rote Vogel. Auch hier im Palast des Südens nach chinesischer Astrologie bewegt sich auch unser Planet Erde. Es gibt im Himmel ein ganz besonderes Stern, leuchtend hell, man nennt auch die funkelnde und dieser Stern heißt Sirius. Das befindet sich im großen Hund und das sind die Jagdhunde, der Sternbild Orion, der himmlische Jäger. Und dieser Stern Sirius zeigt in eine bestimmte Richtung. Und das ist nichts anderes als der Polarstern im kleinen Bär. Und dieser hell leuchtende, funkelnde Stern Sirius bestrahlt heute unseren Planet Erde und bestrahlt auch Mond. Also wir haben einen Einfluss von Sirius. Und die Botschaft ist, konzentriert bleiben, orientieren, zeigen, eine bestimmte Richtung oder in bestimmte Richtung gehen und nicht umlenken lassen oder abbiegen, sondern zielbewusst in eine Richtung uns bewegen. Es gibt nochmal einen besonderen Stern Pelagus. Und die Sumerer und die Babylonier nannten diesen Stern Pelagus als Nunki und verehrten sie als göttliche Mutter. Und sie haben ein Fest gehabt und das war die Erinnerung noch, diese göttliche Verbundenheit. Und da waren bestimmte Orte als heilig gesprochen, als Erinnerung zu dieser göttlichen Mutter. Und diese Nunki oder Pelagus bestrahlt gerade unsere Sonne. Also hat für den heutigen Tag auch einen Einfluss. Es gibt viele Kleinplaneten in unserem Sonnensystem. Viele davon bewegen sie sich zwischen Mars und Jupiter.
Einer von diesen kleinen Planeten heißt Flora. Es wurde bei den Griechen verehrt, aber wurde auch bei den Römern verehrt. Diese Flora geht in die Mythologie ein und es war die Göttin der Jugend, auch die Blüte, auch die Schwangerschaft und auch die Fröhlichkeit. Und diesem kleinen Planet Flora bestrahlt auch heute unseren Planet Erde und bestrahlt auch unseren Mond oder die Mondbewegung. Dieser kleine Planet bewegt sich rückläufig ganz rasch in Tierkreiszeichen Zwillinge. Dann können Sie fragen, was sucht diesem Stern Flora, wo gerade rückläufig ist im Tierkreiszeichen Zwillinge, in diesem Bereich, wo unser Planet ist und auch die Mond ist, und das ist schon die Tierkreiszeichen Krebs. Die Erklärung ist ganz einfach. Die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und sie verschmelzen sich miteinander. Auf jeden Fall haben wir einen Einfluss auch von diesem Asteroid und wir kennen das von Mythologie. Das ist die Göttin, die Jugend, die Fröhlichkeit und auch die Blütezeit und wurde als Flora genannt. Im heutigen Tag ist auch ein besonderes Ereignis. Uranus bleibt stehen, genau um 22 Uhr in mitteleuropäischer Zeit. Uranus hat einen großen Einfluss auf unserem Leben. Auch in Geschichte, also auch bei historischen Ereignissen wirkt Uranus selbstverständlich. Uranus bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder, hervorruft unerwartete Ereignisse, ganz außergewöhnliche Umstände, Begegnungen, Veränderungen, Umbrüche. Bis jetzt war rückläufig, das heißt, es war etwas zurückgehalten. Und jetzt bleibt für einen Moment stehen und dann beginnt die Direktläufigkeit, eine Vorwärtsbewegung. Und das werden wir spüren, besonders die Wiedergeborenen, das spiegelt etwas für die Wagengeborenen, wird spürbar sein bei den Löwengeborenen, wird spürbar sein bei den Schützengeborenen. Dieser heutige Stillstand von Uranus kann momentan für uns bedeuten, dass wir bekommen das Gefühl, oh, das geht nichts voran, das bleibt alles so stehen, das ist alles wie im Eis gelegt, aber das ist nur Momente. Uranus dreht sich gerade um, kommt die Vorwärtsbewegung und das werden wir auch spüren. Kommen Veränderungen, Umbrüche, etwas in Bewegung, unerwartete Ereignisse. Manche Ereignisse kommen blitzschnell, also ganz unerwartet auf unserem Leben. Heute ist Vollmond. In dem Moment, wo die beiden Lichter Sonne und Mond exakt gegenüberstehen, steigt im Osthorizont die Tierkreiszeichen Skorpion auf und geht im Westhorizont die Tierkreiszeichen Stier nach unten. Hat auch eine Bedeutung. Skorpion und gegenüber, das würde ich nicht einmal auf dem Tierkreiszeichen Stier beziehen, sondern gerade auf Orion beziehen, die beiden. Sehen Sie sich nie. Das bedeutet, wenn Skorpion aufsteigt in Osthorizont, dann ist Orion schon nach unten gegangen im Westhorizont. Sie erblicken sich nie. Das bezeichnet auch die Geschichte, die Mythologie, die mythologische Geschichte. Orion war der himmlische Jäger, war dafür bekannt, dass alle Tiere gejagt hat und gesiegt hat, aber hat verloren bei Skorpion. Skorpion war stärker und das war der Tod der Orion. Aber was bedeutet das für unser Leben? Weil diese mythologische Geschichte haben symbolische Bedeutung. Wenn etwas wird Neues beginnen und transformieren unsere Kraft und hier bei Skorpion kommt die plutonische Kraft, das ist die innere Kraft, diese schöpferische, dann muss etwas aufgeben, etwas loslassen, von etwas trennen, verabschieden, all das, was stört,
Manchmal handelt sich das um unsere Gefühle wie Zweifel oder Angstgefühl. Und es ist sehr wichtig, in dieser Kraft zu bleiben. Und das vermittelt heute auch diese Vollmondposition. Was noch wichtig ist, in dem Moment, wo das stattfindet, wo Skorpion aufsteigt und der Stier und auch in diesem Bereich auch gleichzeitig Orion im Westhorizont unten geht, ist auch wichtig, das in Gleichgewicht zu halten und auch konzentriert bleiben in eine bestimmte Richtung. Das ist jetzt nicht direkt die Skorpion und Stier, die Botschaft, sondern die Einfluss von Sirius ist auch eine klare Botschaft. Das heißt, Ziele setzen, konzentriert bleiben, in diese Richtung gehen und alles, was uns stört dabei, verabschieden, loslassen, davon trennen, nicht ablenken lassen, nicht verunsichert sein. So erreichen wir unsere Ziele. Und in einem Vollmond sollen wir ein klares Bild davon haben, was wollen wir erreichen. In indischen Astrologie wird die Vollmond sehr verehrt. Für die ist, bedeutet es auch Glück, weil sie beschreiben das, dass in einem Vollmond sehen wir auch im Nacht etwas. Die Vollmond beleuchtet den Weg und sie beschreiben, so ist auch ein Vollmond, beleuchtet unseren Lebensweg. Wir können besser sehen, besser orientieren. Also das auch noch dazu, bekommen wir Klarheit über etwas. Oder wir sollen nachdenklich sein. Und gerade mit diesem Einflüsse, dass wir im Klaren sind, was wollen wir erreichen? Wie kommen wir zum Ziel? Und das nicht durch Umwege, sondern direkt in den kürzeren Weg wählen und in diesem Weg bleiben, aber konzentriert in diesem Weg bleiben. Dann überlegen auch, was stört dabei. Davon verabschieden, loslassen, auch von Emotionen, was uns dabei hindern kann, wie Zweifel oder Angst. Also das ist auch eine wichtige Botschaft. In diesem Moment, wo dieser Vollmond stattfindet, steht Löwe ganz oben und unten. Im Wurzel befindet sich die Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist wie ein Baum. Die Wurzel unten, das ist die Wassermann, oben in die Krone die Tierkreiszeichen Löwe. Und hier in diesem Bereich sind die karmischen Knoten, die absteigenden Mondknoten im Wassermann, die aufsteigenden Mondknoten in Tierkreiszeichen Löwe, hat auch eine wichtige Aussage gerade. Das Wurzel, die Basis, die Fundament, die Tierkreiszeichen Wassermann und dabei auch die absteigende Mondknoten, die alte Karma heißt das. In indischen Astrologie wird es gesagt, das ist die Drachenschwanz. Da ist die Fundament. Was kommt von alten Karma? Weil es sind nicht nur Ereignisse, wovon wir verabschieden sollen, weil wir haben auch Lernaufgabe, etwas zu verbessern oder etwas Neues dazu lernen, sondern da sind noch so viele Schätze verborgen, wie Talente, Fähigkeiten, wichtige Begegnungen, karmische Verbindungen. Das auch mal Bewusstsein, das kann auch ein Fundament sein, verwurzelt zu sein, woher kommen wir. Und in unserem Leben, in seelischen Ebene, beginnt nicht mit unserem Geburt, sondern schon vorher und damit auch Bewusstsein. Und was ist die Krone? Das symbolisiert gerade die Tierkreiszeichen Löwe. Die Aufgabe, welche Richtung gehen wir, die Entwicklung, wir bleiben nicht stehen, in unserem Leben ist in einer ständigen Bewegung und wir lernen immer etwas Neues dazu, wir entwickeln uns. Das ist Wachstum. Und das symbolisiert diese Krone oben und auch diese karmische Knoten, was die indischen Astrologen als Drachenkopf nennen. Etwas, was uns noch fehlt, was wir noch lernen, wir aneignen oder wir schauen bei anderen an, weil die sind Beispiel für uns und wir sind dann damit auch vertraut. Das sind die karmische Neuaufgaben, Lernaufgaben, das ist die Richtung auch. Wo die Neumond aber, oder dieser Vollmond stattfindet, Tierkreiszeichen Steinbock und Tierkreiszeichen Krebs, hat heute auch eine Bedeutung.
Die Tierkreise zeichnen Steinbock, wo sich die Sonne befindet, bewegt sich im Lebensbereich, das sind die Verwandte, Geschwister, vertraute Umgebung, aber auch die Werte, die Wertschätzung. Also das ist auch wichtig, da Klarheit zu bekommen. Klarheit zu bekommen über die Werte, über die Besitz, über die Finanzen, auch das Selbstwertgefühl, auch das Vermitteln des eigenen Selbstwertgefühls, auch Verlangen von anderen, aber auch um unsere Umgebung kümmern, wie Nachbarn, gute Bekannten oder die Verwandte. Das ist auch wichtig, dass in diesem Bereich wir Ordnung haben oder die Kontakte pflegen. Und wo, in welchem Bereich befindet sich unser Planet Erde in diesem Vollmond und auch die Mond? Das ist der Bereich, die große Reise, die weite Reise. Das kann auch die innere Reise sein und diese Wandlung. Dann sind wir wieder bei Skorpion-Energie in diesem Lebensbereich. Etwas im Transform, etwas transformieren, etwas in Wandlung bringen. Das ist auch sehr wichtig, diese Energie, diese transformierende Energie. Besonders wenn es um Gefühlen geht, dass wir lernen, unseren Gefühlen transformieren, das Zweifel, Schuldgefühl, Ängste verabschieden und übergehen wir auf die schöpferische Kraft. Und so könnte ich beschreiben diese Vollmondenergie, aber wie wirkt das in die einzelnen Tierkreiszeichen? In diesem Moment, wo das stattfindet, geht in Osthorizont die Tierkreiszeichen Skorpion auf. Also ich beginne mit Tierkreiszeichen Skorpion. Die Skorpion geboren haben Kraft, haben Mut gerade. Und das Schicksal bietet auch gerade Chancen an. Und sie können wirklich eine große Reise machen, größere Veränderungen. Das kann auch eine innere Reise sein. Mit diesem Kraft etwas verändern in ihrem Leben. Sie haben tolle Einflüsse, auch vom Mond, auch von Neptun. Das sind die Chancen, das sind auch die Träume, die Visionen und die transformierende Energie, diese transformierende Kraft bedeutet, all das, wovon du träumst oder die Visualisierung, alles das, was im Gedanken erscheint, eine Idee, ein Bild, ein Traum, visualisiere das, aber das reicht nicht. Weil es ist noch nicht die Erfüllung, das kann auch uns unzufrieden machen, wenn das ein Traum bleibt. Diese transformierende Kraft ist dafür da, diese Bilder umsetzen in Realität. Und daran liegt die Kraft. Und das besitzen gerade die Skorpiongeborenen. Nicht nur jetzt, über die Tierkreiszeichen Skorpion herrscht Pluto. Also sie haben auch einen Bezug dazu, diese inneren Kraft zu haben, das zu verwirklichen, ihre Träume, umsetzen, ihre Träume zu verwirklichen. Das ist Skorpio-Energie, aber heute sind die Einflüsse von den Sternen und auch vom Mond ist so günstig, dass das auch ganz schnell auch gelingt, also die Erfolg, die Chancen sind gerade da. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen. Dieser Vollmond heute ist auch ein gewisser Rückblick. Rückblick, was war im vergangenen Jahr? Da Klarheit bekommen. Was für Rückblick haben die Schützengeborenen? Was sollen sie noch überprüfen oder nochmal anschauen? Das sind die Werte, die Wertschätzung, aber auch das Geld. Und bei den Schützengeborenen auch wichtig, das Loslassen von etwas verabschieden, was stört noch bei diesen Veränderungen. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren. Was ist der Rückblick? Wo sollen sie die Augen öffnen, Klarheit bekommen, Familie, familiäre Bindungen, Verwandte, aber auch die Liebe, Partnerschaft ist ein wichtiges Thema gerade. Und dazu kommt noch die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl und damit hängt auch die Finanzen zusammen. Aber auch auf diese Lilith-Energie achten, weil dieser Prozess begleitet in die nächste Zeit noch die Steinbock-Geborenen und das bedeutet Sehnsüchte, Wünsche, Träume. Das auch
ernst nehmen, umsetzen in Realität, daran glauben. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, ein Fundament. Da kommen auch karmische Erinnerungen, weil die alte Karma, diese Energie bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. Und da etwas festzuhalten, wir müssen nicht von allem immer loslassen oder verabschieden. Es gibt viele Dinge in unserem Leben und auch Personen, das sollen wir festhalten, weil das hat Wert, das ist wichtig für unserem Leben. Und das ist das Thema bei die Wassermann geboren. Nicht die loslassen, sondern eher festhalten, was wichtig ist oder Kontakte pflegen. Sie haben auch die inneren Kraft. Ein Gespräch kann wichtig sein und auch gut sein, gerade bei die Wassermann geboren. Was sie verändern können, kleinere Veränderungen. Oder kommt eine kleine Reise oder Besuch oder Fest im vertrauten Umgebung. Die Tierkreiszeichen Fischengeborene haben gerade Glück, Glückschancen, aber sie brauchen auch diese Glauben dazu, Glauben an ihren Glück, Glauben an ihren Schicksal, weil daran liegt die Kraft bei den Fischengeborenen. Dieser großartige Glaube kann bei den Fischengeborenen vieles Gutes bewirken, weil dann kommt das alles im Fluss. Und gerade die Einflüsse von außen sind sehr gut, kann eine männliche Person helfen. Oder bei den Fischendamen ist das natürlich die liebe Partnerschaft. Die haben Chancen, Möglichkeiten, die leben ihre Träume. Sie sollen auch auf ihren Visionen, Träume vertrauen. Die sind auch kreativ, auch spirituell, sollen auf die Intuition hören. Ein Gespräch kann aber unangenehm sein. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen, wie ich schon sagte, Uranus bleibt stehen, das spüren wir dann. Das vermittelt das Gefühl, oh, das geht nichts voran, es ist alles so stehen geblieben. Das sind nur Momente und dann kommt die Vorwärtsbewegung und das wird in die nächste Zeit klar und deutlich spürbar. Es kommt eine Vorwärtsbewegung und wir werden vieles verändern und daran liegt auch die schöpferische Kraft und diese schöpferische Kraft werden wir in Arbeit umsetzen. Es werden gute Gespräche sein, Terminen oder Verträgen und das ist zum Erwarten in die nächste Zeit bei die Wiedergeborenen, dazu gehöre ich auch. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema der inneren Gleichgewicht, auch wichtig auf anderen zuzugehen, aktiv zu sein, aber die innere Ruhe auch bewahren, das Ausgleichen. Und wichtiges Thema ist die Liebe, Partnerschaft, besonders bei den Stierdamen, aber sie sollen auch ein bestimmter Mann zugehen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch die Ideen, die schöpferische Kraft, die Arbeit auch sehr wichtig. Und bei Gesprächen, hier braucht man die Gleichgewicht, nicht nur warten, sondern auf andere zugehen, die Gespräche suchen, aber auch zuhören und die Rat den anderen vielleicht mal annehmen, hilft auch. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen stehen in einer größeren Veränderung, einer größeren Wandlung. Und diese Sirius-Energie und Flora, dieser Kleinplanet, wirkt natürlich auf uns allen, aber ganz intensiv spüren, dass die Krebsgeborenen, das heißt orientieren, nicht ablenken lassen, nicht daran zweifeln, nicht aufgeben, das trägt Früchte, das blüht auf. Und diese Reise, es kann auch eine innere Reise sein, diese Veränderungen, diese Vertrauen, was erleben gerade die Krebsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Löwen geboren ist klar und deutlich die Karma und neue Lernaufgabe, neue Wege. Uranus von Tierkreiszeichen wieder unterstützt auch bei den Löwen geboren, kommt auch ein Vorwärtsbewegung, das dreht sich gerade alles. Und die Mondbewegung nähert sich auch. Da kommt auch nochmal etwas in Bewegung. Merkur wirkt auch sehr gut. Das sind gute Gespräche, Terminen, Kontakte, sehr schön. Bei Liebe, Partnerschaft sind ein bisschen unsicher, obwohl das ist ein ganz großes Thema gerade, weil das sind karmische Liebe, karmische Begegnungen gerade. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen ist wichtig, das Ansehen, das Anerkennung zu bekommen.
weil sie sind fleißig am Tun und Machen und in Arbeit und sie möchten dafür ein Lob, eine Anerkennung. Sie haben auch viel geleistet, wollen auch etwas in Ordnung bringen. Wichtig ist jetzt mal die Erholung oder mal die Träume oder Meditation oder ein Rückzug oder kreativ zu sein oder inspirieren lassen. Eine bisschen andere Energie, aber das ergänzt gerade die Jungfrau geboren und hilft auch weiter. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen haben Glück, Glück in die Arbeit, Glück in die Finanzen und sie stehen auch in Veränderungen, weil Uranus wirkt, weil das steht gegenüber von dem Waagengeborenen und das spiegelt etwas für die Waagengeborenen. Das heißt, diese Umbrüche, Veränderungen kommt nicht direkt, dieser Einfluss, aber spiegelt etwas. Das bewusst wahrnehmen, diese Chancen nützen, etwas verändern im Leben. Und das sind die Bewegungen, was die Waagengeborenen betrifft. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Es ist vielleicht, die Emotionen sind ein bisschen durcheinander heute, aber in die kommenden Tagen kommt schon die Begeisterung. Und dann können die Waagengeborenen endlich aufatmen. Und das war meine Tagesenergie. Es ist natürlich allgemein, aber diese Energie beeinflusst unserem Leben. Worauf wir achten sollen, das ist unserem eigenen Energiefeld. Und diesem Energiefeld, was wir auch haben, das kommt von unserem Inneren. Das können wir auch verändern durch unserem Denken und Fühlen. Und das sollen wir auch berücksichtigen, welche Richtung wir denken und wie sind unseren Gefühlen, zweifeln wir zu viel, haben wir zu viel Ängste. Das sind alle Stolpersteine in unserem Leben, sondern das sollen wir auch transformieren. Und dieses Energiefeld, was wir auch haben, das ist unsere Ausstrahlung. Alles, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. Das ist die Anziehungskraft. Und wir sind in Einklang zu bestimmten Menschen. Es gibt Menschen, wo entsteht eine gewisse Disharmonie. Dann kommt dazu die Energie, die Orte, die Räumlichkeiten und dann auch noch die kosmische Energie dazu. Und wir sind Meister über unserem Leben, wenn wir in die Lage sind, die Energiefelder harmonisieren, ausgleichen. Es gelingt nicht immer, aber wir können mal auch damit uns vielleicht mal und diesmal Gedanken machen. Wie bringen wir das in Harmonie? Natürlich die größte Kraft ist die Liebe. Dann die größte Kraft auch die Glauben, ein Gebet. Aber es gibt auch andere Mittel, wo auch helfen, wie Musik oder Farben oder bestimmte Düfte, Kräuter. Es sind verschiedene Methoden, wo dabei helfen, die Energiefelder harmonisieren oder verbinden. Und da habe ich viele Ideen und auch solche Hilfsmittel. All das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.